What the fuck? Und zwar nicht nur sie. Du hast mich angelogen, du hast mich angelogen. Du hast mich angelogen. Jasmin glaubt gerade, sie bewirbt sich für ihren Step-Out. Dabei hat sie schon lange gewonnen. Es ist nämlich alles nur ein Ablenkungsmanöver. Der Koch Lazaros und die Stylistin verwandeln in der Zwischenzeit ihr Zuhause in eine griechische Taverne. Der gleiche Topf, das gleiche Gewürz, die gleichen Zutaten, immer der gleiche Geschmack. Jasmin ist ein Kochmuffel und traut sich nicht wirklich mal etwas Neues auszuprobieren. Darum geben wir ihr einen Schubs für ihren Step-Out. Heute Morgen war eigentlich für mich ein normaler Morgen, wie jeder. Und dann kam aber das Interview immer näher. Und dann habe ich geschaut, ja, wo treffen wir uns. Dann war es die Meise. Dann habe ich geschaut, ja, die Dienstag ist ja zu. Also habe ich meiner Schwester und Freund geschrieben, ja, werde ich entführt oder so. Vanessa, du bist ja unser Lockvogel. Wie war es für dich, das alles geheim zu behalten? Ja, es war nicht einfach. Sie hat ja nachher mitbekommen, dass sie das Interview machen wollte. Nachher, dass sie trotzdem motiviert ist für alles. Und eben, wir haben ja einen Gruppencheck gemacht mit den Kolleginnen und mit dem Freund. Und eben, dass sie es nicht sieht, wenn man schreibt, dass sie die Nachricht liest, ja. Aber ich glaube, das ist gut gelungen. Und ziemlich gut. Oh mein Gott! Also für mich war es eine riesige Überraschung, weil ich gemeint habe, es dauert noch ein bisschen. Und dann, wenn wir die Tür aufmachen, sind einfach plötzlich alle da. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Wirklich? Ja, warum sind wir hier? Lust auf Kochen? Wir kochen zusammen heute. Tipptopp, ja. Immer Lust. Aber so, ey, nein, es ist doch nicht normal. Oh mein Gott, so geil. Oh, Jesus. Nicht Jesus, Lazarus. Nicht schlecht. Hoffentlich hast du Hunger, oder? Und Lust auf Kochen. Ja, logisch. Logisch. Du und ich. Ja. Ein für dich, ein für mich. Öl ist wichtig. Sehr wichtig. Heute Abend habe ich gelernt, dass man auch süße Sachen ins Fleisch integrieren kann. Zum Beispiel Zimt. Unglaublich. Zimt passt sehr gut zum Hackfleisch. Und Zimt ist eine Kontrastkombination mit Minze. Am Schluss werden wir auch Minze da drauf tun. Es passt wirklich sehr gut, du wirst es auch merken, beim Essen. Also mit auf den Weg nehme ich, dass man viel Neues kann ausprobieren kann. Also verschiedene Geschmacksrichtungen mischen kann. Noch ein bisschen mehr, ja. Mehr ist mehr. Sei großzügig mit Oregano in der griechischen Küche und mit dem Olivenöl. Oh, ja. Du musst immer großzügig sein mit diesem zwei, wenn du griechisch kochst. Wenn ich Zitronen und Oregano rieche, es riecht nach Griechenland, weißt du? Es war eine mega grosse und coole Erfahrung mit dem Lazaros Kochen. Vor allem, er ist auch ein Star, also ein Kochstar. Echt? Schön, oder? Du hast eine Deluxe von Speisen für deine Gäste jetzt. Wird Jasmin von jetzt an selber den Step-Out wagen? Ja, das sicher. Und sie wird sicher auch mal griechisch kochen. Und eben sicher gute Erfahrungen daraus genommen. Vielleicht auch mich mal bekochen. Ja. Einen guten.